Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Stimmt's, André? Ja, habt ihr auch so gut geschlafen? Nein. Du, Düse? Nee, war irgendwie viel zu warm, finde ich. War scheiß warm irgendwie. Ja, ekelhaft. Das Kind hat auch schlecht geschlafen und wenn das Kind schlecht schläft, wer schläft dann noch schlecht? Die Mutti und der Vati. Nee, die Mutti auf jeden Fall nie. Die Mutti schläft auf jeden Fall wie ein Stein. Der Vati schläft dann auf jeden Fall nie. Das ist ungewöhnlich. Die kriegt nicht mit. Ja, eigentlich. Die ist komplett. Eigentlich sind wir andersrum, ne? Eigentlich andersrum. Gottes Willen, ey, sagst du dir. Naja, nee, ich bin da, seitdem das Kind da ist. Wahrscheinlich bin ich da so ein Helikoptervater oder wie man das nennt. Keine Ahnung. Ja, so. Das Kind hat geräuspert, schnell zum Arzt. Kennst du einen U-Boot-Vater? Wer ist das? Der taucht nur ganz selten auf. Der U-Boot-Vater, Alter, was ist das für eine Scheiße? Das Gegenteil von der Helikoptermutter. Da war das also wie mein Vater, also ein U-Boot-Vater. Aha. Oh, ist das so gewesen? Was ist denn hier los? Wir hatten das zerrumpst, hat. Hi, oh, hi. Zerrumpst. Alter. So, BMW X6, Moment. Das wollte man aber gar nicht machen. So, wie kriegen wir diesen Scheiß aus jetzt gestartet? Der John wird uns eine kleine Einführung geben. Auf jeden Fall sieht das schon so aus, als was auf jeden Fall nicht zum Nachahmen empfohlen ist, weil wir quasi den Anlasser quasi direkt anstromen, wenn du es so willst. Wir machen eigentlich nichts anderes wie das Auto. Nur, dass wir vorher nie um Startfreigabe bitten. Genau. Also wir machen die Zündung an, ja. Und das Fahrzeug sagt, ja, du kannst starten, die Wegversperre, aber irgendwo in einem Steuergerät ist ein Defekt, dass das geschaltete Plus nie an den Anlasser kommt. Einfach gesprochen ist, wir lassen das Steuergerät weiterschlafen. So kann man es nennen. Genau. Da haben wir uns jetzt hier eine gewisse kleine Freileitung gebaut. Die geht hier hinten. Kannst du mal versuchen, ob das hier siehst? Sieht aus wie ein iPhone-Ladekabel hier. Ja, ich wollte irgendwas sagen, so, ist das ein iPhone-Ladekabel? Ich hatte gerade nichts anderes. Ist das dein Ernst? Nein, das ist eine. Also, gib mal her, brauchst du das noch auf dem Schreibtisch? Brauchst du das noch schnipp, schnapp, ab, okay, los. Kunde. Das ist doch ein Ladekabel. Das geht jetzt runter an den Anlasser. Nein, das ist einfach nur ein Stromkabel vom Robin. Nee, nicht Robin, ist vom Robert. Vom Robert sein Ladekabel. Genau. Kurz abgeschnitten. Der war länger nicht da. Zack, abgeschnitten. Erst bin ich immer mit der Ratschenverlängerung einfach drunter gekrochen und habe dann die 30 mit der 15 verbunden. Das was auf jeden Fall den Arbeitsschutz, oder wie heißen die Kollegen da? Berufsgenossenschaft auf jeden Fall sehr freuten wird zu hören, ne? Außerdem hatte ich das Problem, wenn sich ein Kollege reingesetzt hat, dann um die Zündung anzuschalten, dass ich unter dem Auto stecken geblieben bin. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht, Zündung an, einfach das Kabel auf Plus halten und schon springt das Ding an. Und du musst also bloß die 30 oder 15 verbinden, da weiß ich jetzt absolut, was los ist hier. Genau, total. Die 30 oder 15, kennst du das nicht? Ja, ich sag mal so, das ist aber halt so, wie es ist. Ne? So, also wenn die Karre nicht angeht, was willst du denn jetzt sonst anderes auch machen? Du kannst ja natürlich jetzt irgendwie versuchen, dich mit den Steuergeräten wochenlang zu bespielen, wofür wir aber keine Möglichkeiten haben, weil uns die Diagnosesoftware an der Stelle einfach fehlt, weil das zu tief reingeht und wir dafür auch keine Zeit haben. Deswegen brücken wir jetzt das Auto. Das Problem. Wir hatten das auch schon mal mit dem Ding, mit dem X5, glaube ich. Hätte ich jetzt gedacht. X5. Ach, der 6er. 6er, genau. Ja, 6er ja, Schnupp. Ja, ja. Da haben wir das ähnlich gemacht, genau. Okay. So. Problem ist, hier hast du keine Notentriegelung mehr für P. Kommst du aber nie ran. Das Ding stand bei uns auf dem Waschplatz vor der Halle, hat alles zugeparkt. Aha, okay. Und wo beim Vorgängermodell noch unter einer Verkleidung eine Notentriegelung war, haben wir hier nicht gefunden und da haben wir jetzt nie lange weitergesucht. Wir haben einfach gebrückt. So, dann wollen wir anwerfen die Bude, oder? Genau. Das wird spannend. Ist Zündung an? Wenn ich aber so die Scheinwerfer hier sehe, ne? Dann sieht das eigentlich sehr gut aus, muss ich mal so sagen. Dann tun wir unsere fachmännische Isolierung entfernen. Fachmännische Isolierung, Kunde. Um Gottes Willen. Können wir mal offen wieder zuschließen, das war zu lange. Wegversperre ist aktiv, oder? Du hältst das Plus da dran, oder was? Ja, genau. Also das ist aber echt, ne? Das ist schon fast ein bisschen Michael Manosakis. Wir hatten die Folge gesehen, wo der mit dem... Tada! Ist der schon an? Wir hatten die Folge gesehen mit der Stoßstange, wo der brücken wollte. Stoßstange an Stoßstange. Und nee. Und die Olle läuft einfach los und holt einfach mal einen Starthilfegabel. So kann man es auch machen. Sehr gut. Weißt du was? Aber können wir wenigstens mal ein paar Bilder machen?
Ja, wir machen jetzt mal ein paar Bilder von dem Ding, dass der mal visualisiert wird, weil ja schon der ein oder andere nachgefragt hat. Ich sage dir ganz ehrlich, ein sehr, sehr schönes Kfz. Aber das ist eben typisch Autohandel. Das Auto fährt vom LKW, es funktioniert einmal frei. Du stellst es ab, willst den nächsten Tag starten und alles ist vorbei. So ist es. So sieht's aus, kleiner Klaus. Kann mal jemand in den Kommentar schreiben, falls der die Erfahrung hat mit dem, was da los ist. Was da los ist. Ja, meine Vermutung liegt ganz Richtung Wasserschaden, irgendwo was reingelaufen. Aber wie gesagt, wir hatten gar keine Zeit. Hat der im Kofferraum sitzen unten in der Reserveradmulde zufällig dafür? Garantiert, auf jeden Fall. Wenn das Batteriemanagement müsste dort mitliegen. Mhm. Aber wir hatten noch keine Zeit reinzugucken. Ja, vielleicht können wir jetzt mal selber schnell reinklotzen und mal was finden, oder habt ihr Stress? Wir müssen eigentlich einen S600, der halt so nicht mehr läuft. Warum? Seit gestern plötzlich müssen wir jetzt dranbleiben, dass die Reifen draufkommen und dass der wieder läuft. Der Klassiker, ein Tag vor Auslieferung. Hunde. Chef ist bedient. Also läuft nie auf allen Töpfen und wenn du Gas gibst, geht er aus. Meine Vermutung, Zündspule abgesoffen. Ja. So. Wir können ja den Kofferraum aufmachen. Ladeboden hoch. Wir können mal kurz gucken, aber ich glaube nicht, dass du was siehst. Wenn, dann ist das wahrscheinlich schon längst weggetrocknet. Hat der Schiebedach? Ne, hat er nie. Sonst hätte ich das erstmal im Verdacht gehabt, dass hier vielleicht irgendwo was reinläuft, weißt du? Also das du. Ja, da läuft das Wasser erstmal noch raus, ne? Gewaltig. Herrlich, ich mag diesen Abgasgeruch von Diesel. Der Björn hatte alle Sicherungen kontrolliert und bloß auf die Schnelle. Schön. Ja, hier ist die Verteilung von der Batteriespannung. Was erhofft ihr euch jetzt hier zu sehen? In Wasserschaden, oder was? Wenn jetzt hier irgendwie Motor drin steht oder Schmotter oder sonst was, oder du hier an den Platinen hier oben drauf oder an den Steckverbindungen schon siehst, dass die irgendwie leicht korrodiert sind oder so, dann weißt du schon, Das könnte dann die Ursache sein. Das könnte dann auch schon die Ursache sein. Wenn du jetzt mal hier so guckst, ne? Wenn du mal hier so den ganzen Schmotter hier siehst, dann weißt du, dass diverse Abläufe, guck mal hier hoch, dass mit Sicherheit die Abläufe alle zu sind oder die meisten. Und wenn es dann stark regnet, kann es halt sein, dass es dann irgendwie in den Innenraum reinläuft und dir dann irgendwo ein Steuergerät absäuft. Ah. Könnte sein, also wäre nicht auszuschließen. Je nachdem, wo die Steuergeräte sitzen. Ne? Hier ist ein Sicherungskasten zum Beispiel. Ja, Sicherungskasten sind zum Beispiel hinten rechts an der Seitenwand dran. Mhm. Da Fehlerquellen gibt es ja dann viele. Das musst du im Ausschussverfahren jetzt durchgehen. Ne? Du fängst mit dem Üblichsten an und wenn es das nicht ist, arbeitest du zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Mhm. Bis du die Scheiße gefunden hast. Na, und einen Tag vorher noch und den nächsten Tag vorher dann nicht mehr. Na, er läuft aber einmal frei. Ist irgendeine Lampe eigentlich an? Leuchtet was? Willi, leuchtet was? Alles top. Naja, komm, dann machen wir jetzt wenigstens erstmal ein paar Bilder. Und da müssen wir mal überlegen, wem wir das Ding jetzt aufs Auge drücken, wenn wir selber keine Zeit haben. Aber gemacht werden muss es. Naja, kann ja nicht hier stehen, ne? Das schöne Auto eigentlich. Nee, geht auch nicht. Du kannst ja nicht monatelang hier vergammeln lassen, die Kiste, ne? Wird ja auch nicht besser. Bitte? Wird ja auch nicht besser. Ja, ansonsten ist das ja auch wirklich ein spektakuläres Auto, ne? Also wirklich mit M-Paket innen außen. Mit Willi? Mit Willi drin. Der sieht schon übelst Gangster aus mit seiner Sonnenbrille. Und früher ist man ja so rumgelaufen, ne? Das kennen ja die meisten, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, mach ich immer noch. Das ist geil. Willi, kennst du das so? Ja. Kunde? Hatten wir letztens das Thema. Sensationell. Ne? Wenn es Richtung Stress geht, immer. Genau. So, der hat ein Navigationsprofessional-System drin und ich glaube, hat er nie, hört er das, hat er nie, aber ich glaube, Keyless und so ein Zeug hat er. Keine Mulde zumindest. Keine Mulde da, beziehungsweise keine Kollegen da. Aber dafür hat er Trittbretter. Kommst du da durch oder soll ich ein Stück wegfahren? Das ist ein bisschen eng, ne? Oh, ein Stück weg, hä? Mhm. Wenn mal jemand dabei ist, gibt es denn sonst was Schönes Neues? Die S600-Geschichte, ne? Ja, die nervt mich richtig. Das ist auf jeden Fall super assi. Kunde, da haben wir ja letztens. War ja auch relativ amüsant. Da haben wir ja gestern oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr, jetzt sind ja endlich die Reifen da, die wir irgendwie letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag oder so bestellt haben. Heute ist Dienstag, heute sind sie endlich da. Wir sind soweit eigentlich auch fertig gewesen. Das Klimabedienteil haben wir dann auch gemacht, weil ein paar Knöpfe nicht gingen. Die gehen jetzt alle. Und der Ronny macht das Auto sauber und dann läuft das Auto nicht mehr. Aber hat auch keinen Motor gekerlt oder irgendwas, was er so auch nicht. Nee, hat er nie gemacht, das weiß er ja auch, dass er das nicht machen darf. Das ja. Muss man ihm nicht sagen. Aber trotzdem. So, jetzt macht er eben nicht das, was er soll. Jetzt muss uns das alles noch angucken. Und dann habe ich heute früh einen Anruf gekriegt. Ne, gestern, das war auch geil. Das G-Modell, es steht ja irgendwo bei Mercedes irgendwo an der Küste irgendwo rum gerade. Mit einem Verdacht auf einen Schaden, Lagerschaden, wie man es auch mal nennen will. Und dann habe ich ja dort die Mercedes-Jungs angehauen in meinem Urlaub. Ich sage, hier, wie sieht es denn aus? Könnt ihr mal gucken, wenigstens Ölfilter rausdrehen, ob da irgendwo Spahn drin ist oder sonst was. Ne? Nicht der Jens Spahn, sondern der Spahn. Und da haben sie dann nachgeguckt, irgendwie nachdem ich da mehrere Anläufe nehmen musste, um ja jemanden dort im Unternehmen zu erreichen, der sich da berufen fühlt, das zu tun.
Und das haben die dann auch gemacht, Gott sei Dank, und haben dann natürlich gesagt, ja, hier ist wie gedacht und fertig. Hm. Es haben ja einige geschrieben, ja, Austauschmotor, also kleinen Neumotor einbauen können. Natürlich, das ist vollkommen korrekt. Ein Austauschmotor kostet überholt irgendwo 4,5 netto. Plus einen Ausbau, also mit Kopf, Kettentrieb und den ganzen Quatsch. Also immer neu bitte. Also nicht neu, aber halt revidiert komplett. Mit Kolben, Bläuel, bla bla bla. Gebohrt und gehohnt und so. Und das habe ich den Kunden auch vorgeschlagen. Habe dann ein Angebot. Das war auch nicht so einfach. Es ist ja auch nicht so, dass du irgendwie bei einer Motorenbude anrufst. Sagst du, was kostet so ein Motor hier? 612956 OM. Oder OM 912956. Sondern dann rennst du den ja auch hinterher. Ja, die haben wahrscheinlich auch nicht gerade 5 Stück rumliegen von den Dingen. Ne? Ne, die haben, genau, die bauen die ja dann zusammen. Hm. Ja, das ist eine riesen Motorenbude, da liegen dann, weiß ich nicht, wie viele 100 Motoren im Regal zerlegt und die bauen das dann eben so zusammen. Ach so, explizit, okay, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Und bis du dann ein Angebot hast und, da ist dann irgendwie auch 2 Wochen ins Land gegangen. Ist wirklich so gewesen, kein Quatsch, brauche ich aber wahr. Ja, da fühlte sich der Mitarbeiter nicht zuständig, sondern der nächste im Urlaub und nur so ein Theater. Da habe ich das den Kunden dann operiert und der wollte halt nichts zuzahlen. Ne, ich habe gesagt, naja, wollen wir es gleich richtig machen, was denkst du, oder wollen wir nur den Kopf machen? Da sagt er, nee, wenn da mal was ist, dann kümmere ich mich eben selber und so und machen wir jetzt eben nur den Kopf und fertig. Ja, und so war es halt. Ne? Und dann haben wir halt uns das durchgerechnet so, der Kopf kam dann mit Material, gut, Arbeitsleistung muss jetzt mal ausdauern, aber ich glaube, alles in allem waren wir dann so bei 1500 knapp. 1200, 1500, irgendwo in der Drehe. Plus halt Arbeitsleistung. Und Kopf war ja eh schon runter, um zu gucken, was los ist. Und haben dann gesagt, na gut, dann bauen wir halt den Kopf wieder drauf und gut ist. Hätten wir aber gewusst zu dem Zeitpunkt, dass du dafür, um den Steuergehäusedeckel runterzukriegen, quasi den ganzen Motor zerlegst, nochmal komplett. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie gesagt, du, weißt du was? Aber da war es dann schon zu spät. Mhm. Weißt du, ich mein? Und es sah ja auch alles gut aus. Es sah wirklich alles gut aus, dass wir gesagt haben, na gut, dann bauen wir es wieder zusammen und gut ist. Ne, das kam auch dazu, hat unter dem Motorenbauer drüber geguckt, ist alles schick. Naja, und offensichtlich ist irgendwo ein Bypass aufgegangen und dann hat es dort den letzten Mini-Dreck rausgespült und die Lagerschalen sagen zu Mini-Dreck, sagen die Ciao. Dann sagen die Ciao und dann war es das und jetzt ist wahrscheinlich wieder so, dass das Ding wieder Schrott ist. Das heißt also im Umkehrschluss, du baust es nochmal. Eine Scheiße. Ganz genau. Jetzt überlege ich halt, ob ich irgendwo, das Problem ist, dass der Motor mit einem anderen Drehmoment fährt und mit einer anderen Verdichtung als die normalen 270 CDI, die in der E-Klasse drin waren, in der C-Klasse drin waren. Der Motor ist quasi im G-Modell in den 04er und 05er Baujahren und im ML drin gewesen, in den 04er und 05er Baujahren. Mhm. So, und da gibt es nicht so viele. Jetzt habe ich einen Final Edition ML gefunden mit 150, der steht aber in Italien. Oh. Der Preis ist noch okay wäre, oder du sagst, okay, komm, den holst her, reißt den Motor raus, ich noch mal prüfen, ob das auch der Motor ist. Reißt den Motor raus und hängst den immer um. Hm. So wie er ist. Komplett. Und nimmst den anderen, revidierst den und steckst den dann dort rein irgendwie so. Ich noch nicht. Muss ich mal gucken, muss man dann überlegen, wenn wir mal Lust und Zeit haben oder verschenkst die Karre dann eben auch. Das, also bei dem Auto brauchen wir wirklich uns nicht mehr drüber unterhalten, ob das noch Sinn macht oder nicht. Das ist fast ohne Boden. Es ist ein Fass ohne Boden, komplett sinnfrei, definitiv. Für den Kunden ist es ja auch nie geil, will ich jetzt mal sagen. Ich glaube, der freut sich auch nie, logisch. Aber der hat zumindest erstmal ein Auto von uns, mit dem er rumfahren kann. Er ist auf jeden Fall erstmal mobil, kann aber natürlich nicht das fahren, was er gerne wollte. Mir wäre es auch lieber gewesen, das Ding halt einfach mal funktioniert. Ne? Und das ist halt, das sind halt so diese Sachen, die du eben nicht planen kannst. Ne? Ein Kumpel von mir, der ist auch Autohändler, der importiert regelmäßig Autos. Der hat irgendwie seit, weiß nicht, seit März, mit dem habe ich schon früh telefoniert, keine Autos gekriegt. Weil seit März? Ja, weil eben das Schiff hier, diese Evergreen, im Suezkanal festhing und den seine Autos eben dort irgendwo mit dabei waren. Im Stau. Da hängt doch ein Rattenschwanz dran, das ist übel. Da hängt ein Rattenschwanz hinten dran. Ne? Und das kannst du nie beeinflussen und so ist es eben. Ich habe schon gesagt, es ist ungefähr so, als würdest du morgen vom Blitz getroffen werden. Dann ist es halt so. Ja. Hast du Pech. Ja. Und so ist es eben auch im Autogeschäft. Das ist dasselbe. Gestern lief die Karre noch, drehst den Schlüssel rum, läuft dann nicht mehr. Der X6, ja, kommt vom LKW, läuft, holst du runter, läuft nicht. Deswegen sag ich ja, also für die Leute, die mich fragen, ob es ein Autohandel lohnt, kriegt man ja viele Fragen dazu. Meine Antwort ist ja klar, das lohnt schon. Wollen wir zusammen Porsche-Felgen mal angucken, die auf unseren Firmenwagen quasi drauf kommen? Ja, wir haben einen neuen Firmenwagen, mitkommen. Und zwar haben wir einen 996
den wir, wo wir gesagt haben, wir wollen mal gucken, ob sich der freifährt, der, da können wir mal das Video einblenden. So, haben wir quasi so 996, den können wir mal einblenden kurz. Schon ganz schön tief das Ding so, hä? Sieht aber geil aus, finde ich. Geiles Auto, wirklich ein geiles Auto. Was machst du hier? Das sah aus wie so Gollum mit seiner Kamera hier so, hinter der Hecke versteckt stand er so da. Meinen Schatz! Kunde. Mein Schatz! Catch in a moment. Jawohl. So, wie geht denn sowas? Also mit den Felgen kannst du was abschmirgeln. Das ist wie Sandpapier hier. Aha, die wurden mir erst reinverkauft, Kunde. Die hast du hier die Schleifspuren drauf alles. Na, hier siehst du richtig das Schleifmuster. Wie wird das wissen? Was haben die das Klarlack drauf, du, das Farbnebel? Ist das? Das ist Felgen, das ist Felgensuper, ohne jeglichen Klarlack. Denkst du? Da wird so, ja. Hm. Hier hast du Lack. Kannst du mal die Begeisterung, siehst du die gerade im Gesicht? So. Gut, Reifen sind da oder nicht da? Deswegen, ich würde die sonst gleich mitmontieren, aber ich wollte dich vorher fragen. Nee, dass du sagst, die müssen nochmal. Was hast du da gekauft? Laufen, immer noch! Laufen? Die sollen doch rollen! So ein Düsewitz! Laufen wird auch noch mit Doppel-N geschrieben bei der Marke. Ist mir doch scheißegal. So, jetzt auf einmal. was für ein soll das sein, sag mal? Vor immer das Profil vom Vorjahreshandbuch. Sicher? Ja. Die Kleid ist auch lustig, die kaufen sich echt, die nehmen sich das Profil von einem. Das ist der nächste Tochterfirma von Hamburg. So. Die Billigfirma, damit du. Damit du bitte was sparst, oder was? Damit du die Wandli kaufst oder was, keine Ahnung. Oder Nang. Ja, gut, auf jeden Hang. Fall, na gut, du hast schon recht. Das kommt mir schon bekannt vor, weil Hankook hatte ich viele schon. Halt, stopp, zurück nochmal in Zeitlupe. Du hast recht. Das ist so klein, 1,5 Meter breiter geworden. Oh ja, kannst du auch wissen. Na? Nee, na, du kommst hier jetzt drauf, ist Mr. Goll. Vielleicht zerschießen wir die noch, weißt du? Wenn ich fahre, ist das ja nicht auszuschließen. Also folgender Plan ist jetzt hier. Wir machen jetzt hier die Räder drauf, weil diese 20 Zoll Felgen gehen ja so nicht klar. Kannst ja nicht fahren. Also nicht richtig. Schleift ja überall. Also das Humbogen habe ich jetzt hier. Diese wunderbaren. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Geht doch schon wieder gut los. Um Gottes Willen, wie blöd kann man sein? So. Was steht denn hier überhaupt? Ich habe noch nie geguckt. Um ehrlich zu sein, habe ich mich noch nicht mal ausgepackt, die Scheißdinger. Aber das ist ein typischer eBay-Kauf, ne? 993. Das klingt schon mal gut. Das ist schon mal schön. Nächstes, warum ich die auch gekauft habe. Das ist also eine 10er-Felge mal 18 ET56. Aber du einfach mal deinen Kopf hier reinstecken. Ja, Alter, guck, kannst du das dort hinten lesen, Kunde? Hör mal, weißt du was Geiles, pass auf? Was mir gerade aufgefallen ist? Hallo, hallo! Ja. Da schallt hier drin. Stell dich mal rein, dann machen wir den Gong nochmal. Dong! Ach, das ist geil gewesen, oder? Ja. Da fällt, hab ich gerade eine geile Idee. Du hängst so zwei so eine Felgen, also eine quer und eine längs mit so einem Pendel. Und lässt die immer, wenn einer ein Auto verkauft hat, darf der die Felge dagegen krachen lassen. Und dann macht das Dong. Das wäre geil, ja. Mega, oder? Oder darf der Kunde oder der Verkäufer darf dann Dong machen. Ja, mein Freund. Das ist mein Junge. Schön bescheuerte Idee. Aber es gab schon mal bei King of Cars, wer kennt das noch? Dann die auch bei den Amis in Las Vegas, riesengroße Autohändler, haben die auch so eine riesen, wie nennt man denn das? So ein riesen Ding, wo du bei so einer Trommel dagegen kommst. Das heißt doch auch Gong. Gong einfach nur. Mhm. Ne? Und da muss immer gleich einer, jeder, aha, wieder ein Auto verkauft. Und bei den Amis ist es so geil, da geht es nur um Raten. Also geht es nicht um den Kaufpreis des Autos, da geht es einfach nur, was kostet es im Monat. Okay. Bei dem wird da alles finanziert. Also fast immer. Ne? Gut. Die ist auch recht leicht. Ne? Jetzt müssen wir mal eben gucken, ob das ein Original ist. Aber ich nehme es mal an, sieht jedenfalls so aus. Von der Teilnummer her scheint es zu passen. Also, sag dir ganz ehrlich, wenn der Zustand jetzt nicht so pralle ist, ne? Fakt ist eins, wenn es ein Originalrad ist, was es zu sein scheint, war der Preis trotz des mäßigen Zustandes gut. Was steht denn hier eigentlich drauf? Also hinten rechts ist ja klar, was soll denn das sein? Keine Ahnung. Ha, wie auch immer. Vielleicht der Name von. So, also die Felge ist vom 993.
Die passt nämlich auch ganz wunderbar, finde ich, auf den 964. Sieht halt auch geil aus. Mhm. Und auf dem 996 sieht die halt auch extremst elegant aus. Jetzt krachen wir die dann gleich drauf. Ich bin dann sehr gespannt, können wir dann gleich zeigen, wie das aussieht. Dann machen wir jetzt nämlich den Service. Haben wir schon Service-Parts da? Für den 996 zufällig? Nee. Nö. Gut, mal eine große Inspektion bitte. Also Kerze, Polle, Luft, Filter, BFK, Öl. Also immer alles rausschmeißen. Ja, wir gucken, dass sowieso was neu planen, alles dran wäre. Genau. Dann drehen wir eine Runde. Ich denke mal, heute wird der John dann gleich die Räder montieren. Dann können wir die gleich aufs Auto stecken. Da können wir euch das nochmal zeigen. Was uns noch fehlt, sind die Deckel. Ich glaube, da haben wir jetzt keine passenden da. Das wäsche aber eben nicht mehr. Nee, ich glaube, die waren ohne Deckel. Die bestellen wir dann irgendwie noch und... Ist drin immer Metall oder die? Ja, aber die sind chrom. Das sieht halt optisch nie so geil aus. Na? Und da müssen wir halt mal überlegen, ich würde dann halt einfach wieder im Felgensilber später lackieren. Spätestens, wenn wir sie immer richtig abgedreht haben, die Dinger, ne? Ja. Moin Leute, ich habe gerade hier gesagt, dass wir mussten jetzt nochmal von vorne anfangen, weil der Kollege Düse keinen Ton an hatte. Sorry. So, wie war's? Also, und zwar haben wir ja den S500 mit Auspuff zu laut. Und wir wollen ja hier für uns auch mal wissen, deswegen habe ich jetzt ein Ding mal bestellt hier. Das war ganz gut bewertet bei Amazon, kostet nicht viel, ich glaube waren 30 Euro oder sowas. Das geht. Also der Hit kann sich eigentlich fast jeder leisten, der es wissen will. Und jetzt haben wir hier einen Zollstock mit, so wie die Cops das quasi mehr oder weniger auf der Straße machen. Jetzt bin ich mal gespannt, was mein Auto an dB ausspuckt. Mhm. Und dann hält wo die Nenndrehzahl bei der Hälfte der maximal möglichen. Also sprich in dem Fall laut Drehzahlmesser ist bei, ja was sind das, 6, 8 Schluss oder sowas, kann das sein, 6, 7? Ich erkenne es von hier aus nicht. Ja, also das heißt also, ja, wir drehen mal so bis 3,7 oder sowas, oder? Ja, würde ich sagen. Dann machst du nichts falsch. Dann bin ich mal gespannt. So, wie weit war das weg? 75 cm? 75, also im Netz schreiben sie irgendwas zwischen 50 und 1 Meter, würde ich jetzt 75 sagen. Und 45 Grad zum Auspuff. Gut, wir machen jetzt mal 80. Gut. Na, so, ne, das wäre jetzt meinetwegen gerade und 45 Grad sind ja dann irgendwo hier. Würde ich sagen, ne? Ja. Grob, ne? So, und dann muss die Sonde, also hier das Ding, quasi hier stehen, richtig? Mhm. Ein bisschen näher ran da, so. Ich bin jetzt ungefähr bei 75 cm. Ja, ich muss nur einschalten und dann auf Max drücken. Aha. Dann bleibt der Wert bei Max stehen sozusagen. Oder jetzt mal auf Max. Hab ich. Und jetzt. Das Umgebungsgeräusch ist ja schon übelst laut. Aber schon 76 dB. Was willst du denn? Was ist da los? Das ist die Kiste noch nicht mal an. Wie soll denn das gehen? Kannst du gleich stilllegen, das Ding ohne angelassen zu haben. Was ist denn der Wert? Bis wann? Wie laut darf es denn sein? Ich glaube, bei dem ist relativ viel, du. Schon mal ein Schlüssel. Der ist warm, also können wir direkt starten. Ja. Nur mal zum Testen. Bin ja selber mal gespannt jetzt, ne? Na, also man dreht hoch, bis auf die halbe Hälfte Drehzahl, ne? Und dann geht man vom Gas, richtig? Ja. Wie viel Toleranz gibt's? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht genau sagen. Ich glaube 4 dB oder so, ne? Also bist du bei 100 plus minus oder 108. Mal, da muss man auch gucken. Das kann man schnell googeln. Das ist natürlich schon relativ laut. Aber hier ist ja auch der Motor auf der Rückseite. Logischerweise, ne? Also Motor und Auspuff fährt zusammen auf einer quasi auf einer Schallquelle, wenn du so willst. Mhm. Schön gesagt. So, bei Oldtimern. Vor Baujahr 1980 muss die Polizei 26 dB zum eingetragenen Wert hinzu addieren. Was? Aha, das ist aber geil. Okay. Das heißt also, was ist, wenn das Ding vor Baujahr 80 ist und du hast 100 dB drin stehen, dann hast du also 126 dB. Okay. Aha. Wenn im Brief kein Buchstabe hinter der dB-Zahl steht, also wenn da nichts dahinter steht, ne? Bei jüngeren Fahrzeugen mit einem P dahinter bei der dB-Angabe werden nur 5 dB Toleranz dazu gerechnet. Gucken wir mal im Fahrzeugschein. U1, ne? U1 stimmt also. Standgeräuschen dBA. 99P. Okay. Wir hatten 5 dB dazugerechnet. Na! Ist doch geil. Punktlandung. Geil, können mich die Kopf ruhig anhalten. Können mich selber ficken. Hast du noch ein dB? Da müssen wir noch ein bisschen lauter werden, hä? Ich habe aber jetzt auch wirklich schon bis 3,8 oder so gedreht, ne? Ja. Also es war auf jeden Fall schon über der Hälfte des Drehzahlbereiches, ja?
Also 5 dB muss man theoretisch drauf rechnen oder beziehungsweise Toleranz. Und wenn ich 99 dB habe, sind wir bei also 104. Also sind wir noch innen drunter. Da bin ich also noch innen drunter. Also 0,9 mit dem Messgerät. Ich denke mal, wir haben es so relativ akkurat aufgebaut. Ich glaube, auf der Straße machen sie es nie anders. Ja, aber ist ja jetzt auch keine Profimessung, ist ja eine ungefähr. Ja, was denkst du, die Polizisten haben hier einen rechten Winkel mit und mit Zollstock rennt die rum, das weiß ich, das haben wir jetzt auch gemacht. Wir sind jetzt bei knapp 75 cm gewesen. Würde ich sagen, ist das schon so der Abstand, den die im Groben nehmen. Würde ich auch sagen. Na? Und ich habe auch etwas höher gedreht. Also von daher denke ich, dass wir hier mit dem Auto im Rahmen sind. Ja. Was auch werkseitig so wäre. Das ist schon mal gut. Na? So. Also das passt dann offensichtlich. Ne? So ein altes Auto. Ja. So, jetzt schnappen wir uns mal Kollege Schnürschuh und gucken mal, wie laut der ist, oder? Mhm. Das finde ich schon mal spannend. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass es ein geeichtes Gerät ist. Das ist es. Ne? So. Hast du den Schlüssel von 500er? Ja. Gut. Gucken wir mal, wo er steht. Aber ich wollte nur mal für mich so überhaupt mal wissen, wo du hier überhaupt liegst mit den Dingern, weil die sind relativ laut. Ne? Mhm. Allein schon durch den Motor halt im Heck. Und wenn du jetzt mal überlegst, mein Turbo hat 102 dB eingetragen. Das ist natürlich ein schönes Spielzeug, ne? Könnte ich jetzt hier direkt an jedem Auto hinrennen und überall nachmessen. Aber das G-Modell ist doch älter, oder? Ja. Nee, warte mal. Nee, nach 80. Nach 80, okay. Oder? Das sind 83er. Ich krieg aber noch 79er. Da könnte man es mal machen. Ja. Da könntest du ja quasi, da kannst du ja richtig auf den Schlamm hauen, ne? In der Theorie. Da ist jetzt geil. Ja gar kein. 25 dB Toleranz finde ich wirklich krass. Alter, nee, 26 waren es sogar. Ja. Wo ist denn das Ding? Ah, dort. Das ist natürlich brutal, ne? Na, die Frage ist ja, wenn du zum Beispiel, ne, das ist ja relativ unterschiedlich, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Auto, sag mal, von 850 Umdrehungen einen Gasstoß gebe, massiv auf 3.500, ist natürlich lauter, als wenn ich rum mache. Ja, na klar. Also selbst die Messung ist ja eigentlich, ne? Kann man jetzt auch ein bisschen nach der Willkür der Polizei dann. Ja, na gut, erstens mal das und zweitens mal misst ihr dann im Zweifel ja nochmal ein Dekra oder ein Gutachter nochmal nach. Und da frage ich mich dann, wie verlässlich ist denn das dann das Ganze? Ist dann der Auspuff wirklich zu laut oder ne? Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich den jetzt auch normal hochdrehen lasse, wie ich an der Ampel anfahren würde, na, wir werden es gleich sehen. Wir fahren mal ein Stück vor, weil das Problem ist ja auch, jetzt steht er hier zum Beispiel hinter einer Mauer. Wenn ich den jetzt hier starte, 2 Meter vorfahre, schaltet deswegen trotzdem. Ja, na klar. Und die Resonanz kommt ja zurück, das misst das Gerät. Ja, wobei das ja auch ein Richtmikrofon ist. Ja. Also du hast eigentlich nur in Richtung... Nur die Quelle. Ja. Na, der theoretisch nimmt der ja nur die Quelle auf. In der Theorie. Ne? Wir fahren jetzt mal 2 Meter vor. Ja. Jetzt hat er ja 2 Abgasentrohre. Welches nehme ich denn da jetzt? Soll ich das Enemy in den Mu machen oder? Das ist eine gute Frage allerdings, ne? Ja, würde mich jetzt auch mal interessieren. Links oder rechts? Was nehmen wir jetzt? Würde rechts nehmen. Na, dann nehmen wir rechts. So, warte mal. Was haben wir gesagt? 75, ja? Ja. Also sind wir noch 94,4. Klingt erstmal nicht so viel, oder? Ist aber für das Auto eben zu viel. Ist für das Auto zu viel, ja? Was ist der Wert hier? Hast du? Ich glaube 86. Oh, okay. Meine 5 dB, ne? Ich glaube 5 dB Toleranz, wären wir also bei 89. Das müssen wir irgendwann mit dem TÜV drüber besprechen. 89, ja, da fehlen also effektiv irgendwie 3 dB nach Abzug der Toleranz zu laut. Also mit der Messung kommt es jetzt erstmal nie hin, mit dem, was sie uns mitgeteilt haben. Ich war bei 3.500 Umdrehungen. Was haben die mitgeteilt uns? Ich meine, dass die geschrieben haben, nach Abzugstoleranz 6 dB zu laut oder 7. Okay. Das würde ja also bedeuten, nach Abzug der Toleranz wäre ich bei über 100. Aber so laut ist es nicht wirklich nicht. Nee. Also jetzt so mit der Messung, wenn ich jetzt natürlich einen Gasstoß gebe, in Richten, ne? Also wir machen jetzt mal ganz klein, mal ganz leicht nur das Gaspedal. Ja, also jetzt mal, so wie ich es eben gerade meinte, ne? Ja. Da wird garantiert ein anderer Wert rauskommen.
101. Du hast wenig Jahr, ne? Und das war jetzt vielleicht, weiß nicht, 2.500 Umdrehungen oder sowas, wenn überhaupt. Ist jetzt die Frage, wie die es messen, ne? Aber meinst du, die messen das allmählich? Oder? Ja, müssen sie das, glaube ich. Die dürfen die hier machen. Ja, da würde ja gefühlt jedes Auto durchfahren. Da könnte ich ja vermutlich den Mustang nehmen, könnte ich wahrscheinlich den sogar nehmen, weil der dann zu laut wird. Ja. Da könnte ich einen 2 Liter TDI nehmen. Also die machen das so, dass sie quasi wie bei einer Abgasuntersuchung quasi hochdrehen und dann dort halten. Und die meisten Autos werden ja dann laut beim Abturnen. Ja. Ne, und wenn du dann nochmal den Pff dazwischen hast oder sowas, ne, wie beim AMG hier, so eine Schubabschaltung oder sonst was, das haut ja natürlich dann den Sound enorm in die Höhe, also den Lärm massiv in die Höhe. Ja. Ne, wenn so eine Fehlzündung kommt, auf Deutsch gesagt. Und deswegen denke ich, ne, jetzt hat sie 101 und da stand aber so nie drin. Ne, ich glaube irgendwas von 96 dB oder sowas hatten sie geschrieben. Also wir sind jetzt hier auf, was haben wir gerade gekommen gewesen? 94. Ja. Naja, ist wahrscheinlich ohne Streitangelegenheit, ne? Kann man es wahrscheinlich auch rumstreiten. Welches Messgerät nehmen die, wie ist das geeicht, wie ist das aufgebaut? Hat das einen Unterschied, auf welcher Höhe? Ich meine, das ist jetzt ziemlich genau Höhe Auspuff. Möchte ich schon mal sagen. Das kommt eigentlich fast hin. Na, wenn du jetzt mal guckst hier, sind wir jetzt hier bei, kannst du es sehen? 17? 17 würde ich sagen, ja. 18 knapp, hä? 17, ja. 18 Zentimeter. Könntest du eigentlich, kommt fast hin, ne? Wenn du hier Unterkante siehst von der Abgasanlage. 2 Zentimeter sind wir immer drunter. Ja, also sind wir fast auf selber Höhe. Ist eine gute Frage, ne? Aber ich möchte mal das menschliche Ohr hören, was hier auf der Höhe unterwegs ist. Was? Schallbreite breitet sich ja nach oben aus, nicht ja unten. Aber wird ja wahrscheinlich hier auch durch den Boden auch ein bisschen reflektiert wieder. Na? Weißt du, ich meine? Ja, ja, klar. Also ich meine, es geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich denke, über sowas kann man sich wahrscheinlich fast immer streiten. Vor allem die Messung, weißt du, wie die Messungen machen, wenn die Abgasanlagen konzipieren? Im speziellen Schall, komplett vollständig schallisolierten Raum, der Millionen Euro gekostet hat, wo Ingenieure sitzen, die dafür jahrelang studiert haben, um ein Klangbild zu erstellen. Das ist kein Quatsch. Ja? Und die achten auf Sachen, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir machen hier mit so einem Ding hier für 50 Euro bei eBay oder Amazon, machen wir hier Sheriff auf der Straße und messen rum. Naja, aber jetzt mal im Ernst. Ja, das ist schon so, ne? Da kommst du schon ein bisschen veralbert vor, ne? Hier bei so einem AMG, bei so einem RS, bei so einem SQ5, aber auf jeden Fall bei den AMG-Modelle, M-Modelle und Co. Da kannst du dir mal ganz sicher sein, dass die Serienabgasanlagen, nur die Konzipierung, damit das passt, damit es auch hinkommt, meiner Meinung nach, ja, bei den Neufahrzeugen locker in die Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen geht für ein neues Auto. Ja. Und wir machen hier mit einem 50-Euro-Gerät oder 60-Euro-Gerät auf der Straße rum und erzählen die Leute, es ist zu laut, wir müssen die Abgasanlage, wir müssen das Auto stilllegen. Ich bin ja dafür, wenn ein Auto zu laut ist, dass das aus dem Verkehr gezogen muss. Weißt du, wie das jetzt hier, ne? Wenn sowas, du produzierst, bei so einem Auto hat 85 dB erlaubt, ja, meinetwegen, und du produzierst jetzt hier irgendwie, so wie mit einer normalen Messmethode, irgendwie 100 und dB. Das ist dann deutlich zu laut, da gibt es auch keine Diskussion. Aber wenn ein Auto irgendwie 2 dB zu laut ist und das dann irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen, das halte ich für irgendwie... Böswilligkeit. Böswilligkeit. Nee, Böswilligkeit nie. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht ein bisschen zu weit geht. Könnte ich mir vorstellen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich finde das ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Also, ich weiß gar nicht. Da brauchen wir nicht reden, ne? Hier sind 50. 50 sind hier. Ne? Das ist doch eher was, worum man sich kümmern müsste. Um die Leute, die hier irgendwie meinen, das ist die private Rennstrecke. Den Lappen wegzunehmen und den in den Schredder zu werfen und zu sagen, kriegst du niemals wieder in deinem ganzen Leben. Das, weißt du, wie ich meine? Ich meine, mit mir gehen irgendwann schon die Pferde durch, aber ich reiß mich im letzten Moment immer noch mal zusammen. Zügig anfahren an der Ampel ist das eine, aber eben hier mit einer 120 lang Kacheln, das ist das andere. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist eigentlich eher ein Thema, worum man sich eher mal auch Gedanken machen sollte, ne? Um solche Sachen und nie, ob der Auspuff zu laut ist. Und nicht zu vergessen, laut pipes saves life. Ne? Ist ja so, stimmt's? Ja, wenn du das sagst, so ist das, ne? Ja, mal gucken. So, jetzt sind wir gerade auf der Suche nach entsprechenden Endschalldämpfern, die dann eben leise sind. Auch mit sowas musste dich als Autohändler im Zweifel auseinandersetzen. Und es kam gerade schon der nächste Scheiß rein, ne? M113 mit Kühlwasserverlust. Mal gucken, was da rauskommt, da bin ich auch mal gespannt. So, wir parken den jetzt erstmal wieder ein. Durchgeguckt hat man ja, habt ihr gesehen, was los ist. Ja? Wahrscheinlich sind die Endschalldämpfer einfach zu laut für das Auto. Das sind originale AMG-Endschalldämpfer wahrscheinlich. Ja? Also sehr, ist anzunehmen, steht hier auch drauf. Aber die sind eben für dieses Fahrzeug nie zugelassen. Okay. Wenn das jetzt ein AMG wäre, ein originaler, dann hat er, was weiß ich, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas 90 dB eingetragen oder 89 oder sowas. Und was hat mir gemessen? 95 oder sowas und dann passt es dann wieder. Ja. Ne?
Und dann haben die eben auch schon wahrscheinlich schon mehrere 10.000 Kilometer drauf und brennen sich dann eben auch frei. Und das ist das, was vielen selbst mit einer Serienabgasanlage, Sportabgasanlage zum Verhängnis wird in so einer Kontrolle. Das ist das Problem, was du dann hast. Ne? Zum Beispiel bei meinem Auto ist es noch nicht mal zwingend der Auspuff, der den Lärm macht bei dem Over, sondern eher der Motor. Mhm. Also könnte ich mich auch darüber ja streiten. Na, ist ja so. Weißt du, ich meine? Ja. Weil der alte luftgekühlte Motor macht natürlich von Haus aus schon einen Lärm. Weil die ja zusammen auf einer Achse sitzen und auf einer Schallquelle. Mhm. Na, also da bin ich mal gespannt. Oder generell bei einem Porsche. Aber du bist ja eh safe von daher. Ja, mit dem Ding gemessen, ja. Ich denke auch, dass es passt. Ne? Schöne Spielerei, also kann sich jeder irgendwie mal rauslassen hier sowas. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, das lohnt sich einfach. Ne? Also Motorrad oder sonst was. Bevor du dann der Idiot bist. Ne? Ja, ist auch, kommst in die Kontrolle und sagst, Jungs, hab ich. Machen wir mit meinem hier, komm. Ich meine, die Cops machen am Ende ja auch nur ihren Job, ne? Und die sollen ja auch die erwischen, die erwischt werden sollen oder müssen, weil sie eben übertreiben. Und wie kommen sie denn alle auf den Trichter, diese Stilllegerei und nachmessen und Fahrwerkshöhe, Radreifenkombination, ne? Das liegt halt einfach daran, dass eben die Leute, wie es ja zu vermuten ist, einfach übertrieben haben. Über viele Jahre hinweg, ne? Ja. Und das hat dann halt überhand genommen und irgendwann haben die halt die Cops dann immer gesagt, naja, dann gucken wir uns das mal genauer an. Ne? Und die haben ja auch dazu gelernt, dumm sind die ja auch nicht. Ne? Und es ist ja auch kein Geheimnis, was heutzutage üblich ist, mit Downpipes und Upgrade-Lader und Software und Klappenanlagen, Luftfahrwerke, dies, das, jenes, welches. Und am Ende hat sich die Szene, auf Deutsch gesagt, ja selber demontiert wie die Grünen. Ne? Ist so. Ist leider Fakt, es gab einfach zu viele, die zu sehr einen Lauten gemacht haben und zu viele wilde Videos im Internet mit irgendwelchen nächtlichen Straßenrennen. Ja, so sieht's mit aus. Mit riesen Flammen. Ich meine, ich finde es auch geil, ich feiere das auch, aber das ist klar, dass irgendwann dann mal einer sagt, was, da brennt die Autobahn, was machen die, die fahren wie viel, wie schnell, was machen die da, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs, zu sieben, zu acht, ballern die über nachts über eine Autobahn, das ist halt, ne? Ich verstehe aber auch unseren Staat da an der Stelle nicht, aber das geht vielleicht schon wieder zu weit. In allen anderen Ländern, wie, was weiß ich, in Amerika gibt es das, in Dubai gibt es das, ach, ich glaube auch in EU-Ländern gibt es das, dass es einfach Racetracks oder ehemalige Landebahnen gibt und so ein Zeug, wo du eben fahren kannst. Ja. Also wo gibt es denn hier sowas? Wo kann ich das machen? Lausitzring, da kannst du, glaube ich, weiß nicht, an ein paar Wochenenden im Jahr mal drauf fahren. Das war's. Ist da alles, das ist da, weißt du, ich meine, die muss den Leuten ja ohne Alternative bieten. So sieht's aus, ja. Ja, und na klar, die Autobahn ist vor der Haustür und da ist im Zweifel kein Geschwindigkeitslimit. Und wenn keiner da ist, na klar, fährst du dann, was geht. Mhm. Ob man dann dort ein Rennen fahren muss und dort restlos übertreiben, sich dabei dann auch noch filmt und das dann auch noch hochlädt und durch die sozialen Medien peitscht, ob das jetzt klug war, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich für meinen Teil denke, das haben wir uns ja selber zuzuschreiben, den ganzen Quatsch. Mhm. So, und es wird auch noch so weit gehen, bis du wirklich nur noch OEM-Räder fährst, nur noch OEM-Fahrwerke und OEM-Abgasanlage und dann, was quanten dort jetzt eigentlich gerade? Oh. Was? Ungünstig. Das sieht wild aus. So, gut. Ich will da wie gesagt keinen zu nahe treten, aber letzten Endes sollte man sich immer bewusst sein, wenn man an der Karre irgendwas rumfummelt, was nie werkseitig ist und du wirst erwischt, was keine Zulassung hat, dann sollte man sich nie wundern, im Zweifel. Das trifft jetzt hier in dem Fall nicht zu, der Kunde wusste nichts davon. Wir in dem Fall jetzt auch nie, ob es mit Lups oder nicht, ist mir eigentlich auch scheißegal. Es ist so, was habe ich davon, hier am Ausbruch rumzufummeln. Und laut Pipe saves life. Ciao.